Zu Wort gemeldet ist der Bundesminister Mückstein. Wolfgang Mückstein, die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrte Zuseherinnen und Zuseher zu Hause. Die Situation in den österreichischen Spitälern ist dramatisch. Wir haben 415 Menschen derzeit liegen auf den Intensivstationen, ein Plus von 86 Menschen im Wochenvergleich. Wir haben 2.364 Menschen liegen auf den Normalstationen, ein Plus von 468 Menschen im Wochenvergleich. Und wir haben erstmals eine Inzidenz von über 1.000 im 7-Tage-Schnitt. Im Zeitraum Mittwoch auf Donnerstag sind in Österreich 55 Menschen an Covid-19 gestorben. Ich bin gerade aus Tirol zurückgekommen. Die Woche habe ich zahlreiche Gespräche geführt mit Expertinnen und Experten, aber auch mit anderen Parteien, mit dem Koalitionspartner und mit den Bundesländern. Dabei wurden Entscheidungen getroffen, die vermutlich uns allen, mir zumindest sehr, alles andere als leicht gefallen sind. Das sind jedoch Entscheidungen, die notwendig sind und die ich als Gesundheitsminister mit dem Blick auf die Stabilität unseres Gesundheitssystems in dieser Situation treffen muss. Denn die vierte Welle hat uns in Österreich voll erwischt. Die Infektionszahlen haben einen neuen Rekordwert erreicht. Das Spitalspersonal, die Ärztinnen und Ärzte, das Pflegepersonal ist am Anschlag, die können nicht mehr. Wir müssen jetzt entschieden handeln. Wir müssen diese vierte Welle brechen, um unsere Spitäler zu entlasten und um Menschenleben zu retten. Mit diesem Ziel sind wir als Bundesregierung in die Gespräche mit den Landeshauptleuten gegangen, um die notwendigen Entscheidungen zu beraten und um gemeinsam eine Entscheidung zu treffen. Wir haben gemeinsam die schwere Entscheidung getroffen hin zu einem dreiwöchigen Wellenbrecher-Lockdown für ganz Österreich. Warum ich das Gemeinsame jetzt so betone? Ich habe es vorher auch in der Pressekonferenz schon gesagt, ich möchte es auch hier im Hohen Haus noch einmal wiederholen. Es ist enorm wichtig, dass wir in der Krise, auch wenn wir unterschiedliche Standpunkte haben, zuerst einen gemeinsamen Nenner finden und dann alle gemeinsam an einem Strang ziehen. Und auch hier sage ich es, wenn wir als Bundesregierung an mancher Stelle in den letzten Tagen hinter dem Anspruch zurückgeblieben sind, dass wir gemeinsam handeln, dann möchte ich mich auch hierfür und hier entschuldigen. Es war für uns eine schwere Entscheidung hin zu einem harten Lockdown für 3 Wochen. Ich ersuche es jetzt auch hier, dass wir alle gemeinsam an einen Strang ziehen und der Verordnung im Hauptausschuss alle gemeinsam zustimmen. Mein Haus hat diesen Entwurf bereits an die Parlamentsfraktionen übermittelt. Die Verordnung, die ab 22. November gelten soll, sieht Folgendes vor. Ganztägige Ausgangsbeschränkungen für alle Personen in Österreich. Ausnahmegründe zum Verlassen der Wohnung sind die bereits bekannten. Abwendung von Gefahr von Leib und Leben und Eigentum. Deckung der notwendigen Grundbedürfnisse. Berufliche Zwecke und Ausbildungszwecke. Aufenthalt im Freien zur körperlichen und psychischen Erholung. Und für unaufschiebbare behördliche und gerichtliche Wege. Was mir persönlich besonders wichtig ist, ich habe das auch in den letzten Monaten hier immer wieder betont, Schulen bleiben im Präsenzunterricht grundsätzlich geöffnet, Kindergärten ebenfalls. Applaus
Wo immer möglich soll auf Homeoffice umgestellt werden. Darüber hinaus wird die FFP2-Maskenpflicht ausgeweitet. Sie gilt ab Montag in allen geschlossenen Räumen und am Arbeitsplatz, außer es gibt sonstige Schutzvorrichtungen. Nach Ende dieses allgemeinen Lockdowns werden wir dann wieder zurück zum Lockdown für ungeimpfte Personen kehren. Die Impfung wird danach weiter das Ticket für einen möglichst normalen Alltag sein, denn auch die 2G-Regelung wird uns noch sehr lange begleiten. Die Einschränkungen, die es angesichts der aktuellen Situation auch für Geimpfte braucht, sind zeitlich begrenzt. Für die Ungeschützten wird es auch danach weiterhin Schutzmaßnahmen brauchen. Darauf hat sich die Bundesregierung mit den Landeshauptleuten geeinigt, das war einstimmig. Eine Einigung gab es darüber hinaus auch auf eine allgemeine Impfpflicht, denn wir brauchen einfach eine höhere Durchimpfungsrate, wenn wir die Pandemie hinter uns lassen wollen. Diese, nämlich die allgemeine Impfpflicht, wird in den nächsten Wochen gemeinsam mit den Sozialpartnern, mit der Zivilgesellschaft und den betroffenen Gruppen erarbeitet. Auch zahlreiche Verfassungsjuristinnen und Juristen haben sich mit diesem Thema bereits auseinandergesetzt und signalisieren, dass eine allgemeine Impfpflicht im Fall der Corona-Schutzimpfung verfassungsrechtlich legitim ist. Klar ist auch, und das möchte ich natürlich besonders hier im Hohen Haus unterstreichen, dass ein ordentliches Begutachtungsverfahren gemacht wird. Das ist extrem wichtig hierbei. Die Impfpflicht wird uns langfristig helfen. Was wir jetzt brauchen, um die vierte Welle noch schneller brechen zu können, ist die dritte Dosis, die Boosterimpfung. Weil diese Auffrischung so enorm wichtig ist und weil inzwischen auch ausreichend Evidenz dazu vorliegt, wird das nationale Impfgremium seine Empfehlungen wie folgt anpassen. Die dritte Dosis bei Vektorimpfstoffen ist nach 4 Monaten empfohlen. Die dritte Dosis bei mRNA-Impfstoffen nach 4 Monaten möglich. Parallel dazu wird es eine Anpassung im grünen Pass diesbezüglich geben. Die Gültigkeitsdauer wird ab kommenden Februar auf 7 Monate verkürzt. Eine weitere Maßnahme, um die Impfquote zu erhöhen, ist das Schreiben an die Ungeimpften, in denen ihnen ein konkreter Termin angeboten wird. Hier werden wir eng mit dem Dachverband der Sozialversicherungsträger zusammenarbeiten. Und die heutige Gesetzesänderung macht das möglich. Dafür möchte ich mich bei Ihnen bedanken. Abschließend möchte ich noch einmal dazu aufrufen, lassen Sie uns jetzt alle gemeinsam an einem Strang ziehen. Und an die Menschen draußen, halten Sie sich bitte an die Maßnahmen, gehen Sie impfen, erneuern Sie damit Ihren Schutz. Nur gemeinsam schaffen wir den Weg aus dieser Pandemie. Weil das heute schon zweimal angesprochen worden ist von der Kollegin Perlakovic und auch vom Abgeordneten Kaniak, Thema Covid-Medikamentenbestellung, wir bestellen natürlich. Ich kann Ihnen die Mengen auch sagen. Von MSD, also Molnupiravir, werden 80.000 Therapiezyklen bestellt und vom Pfizer-Medikament 270.000. Das ist sicherlich eine sehr interessante Option, die wir natürlich ziehen. Danke. So, der Gesundheitsminister mit einer Stellungnahme und er hat den heutigen Tag Revue passieren lassen, in dem Landeshauptleute und Bundesregierung den Lockdown und die Impfpflicht fixiert haben.